Das ist so eine Katastrophe, da bringt er eine super teure Wanderung für über 300.000 Meilen. Ja, aber das ist blöder wie hier. Bewusstsein ist ein Geist, was man denken könnte. Also kann ein träumender Geist kein Bewusstsein sein. Ein Geist oder ein Gott kann auch kein Bewusstsein sein, wenn es Gedanken sind. Sobald man ein Wort sagt, hat man heißt, verloren. Die Stadt genauso ist es. Jedes Wort, das ich spreche, zerstört das, was die Stadt hier heißt auf der Welt. Ja, also die hat heißt die gerade vom Wald, die Stadt auf der Höhe. So am Eingang. In dem Moment, wo ein Mensch auftaucht, entsteht ein Nichts. Ein ausgedachtes Nichts, das ist es da. Das ist ja nichts. Das entsteht durch das Etwas. Aber die zwei wiederum entstehen durch die Nuni, die jetzt aber auch schon wieder was Gedachtes ist. Wir haben schon wieder im Hintergrund immer das Wasser und Nichtwasser. Wo man das dann genau, das ist ja das Yin und Yang Zeichen. Wasser und Nichtwasser. Die Grenze ist die Nulllinie. Sobald wir das aufschmeißen, ist im Nichtwasser ein Wasserball und im Wasser ist das Nichts von Welt dort. Das ist genau dieses chinesische Zeichen. Ja. Die Mythologien, wenn ich immer wieder sage, in allen Religionen stimmen. Aber die Vorstellungen, wo die Menschen im Großen und Ganzen haben, die meinen, sie hätten irgendwas verstanden. Du hast nichts verstanden, solange du dich mit einem Gedanken von dir selbst verwechselst. Ja. Das Holo-Feeling geht weit über das, was die Esogurus oder all das ganze Zeug erklärt, weil die immer bauen auf diesen falschen Auslegungen in der alten heiligen Schrift. Das ist verkompliziert, das ist zerdacht. Du musst da nichts tun, du musst nichts verändern. Du musst nur bewusst machen, was du bist. Und wie ich immer so schön sage, dann wirst du erkennen, dass du was bist, was du nie werden kannst, weil du es schon bist. Solange du noch das Bedürfnis hast, es zu werden, verwechselst du dich immer noch mit einem Gedanken von dir selber. Du kannst nicht etwas werden, was du schon bist. Du bist der, der sich in unendlich vielen Formen selbst erfährt. Dieses eine unveränderliche, nicht denkbare Eine, das sich in unendlich vielen Gestaltungen und Informationen erfährt. Das aber immer dieselben 200 Gramm rote Minis, wie ich das sage. Oder derselbe des Buches bis zum Ende des Buches. Und vom Anfang vom Anfang des ersten Bücherregals in der göttlichen Bibliothek bis zum letzten Bücherregal bist du immer derselbe Leser, dieser eine Geist. Der du natürlich nicht bist, weil der Geist, den wir uns jetzt ausdenken, ja schon wieder was Ausgedachtes ist. Und das, wenn man lange genug trainiert, dann kriegst du das langsam mit. Und vor allem, was jetzt sehr hilfreich ist, ist zu begreifen, dass Ausgedachtes niemals irgendetwas erleben kann oder was spüren kann. So simpel. Ein Zahn, wenn du Zahnschmerzen hast, dein Zahn hat keine Schmerzen. Dein Kreuz hat keine Schmerzen. Egal, was dir weh tut, das, was du glaubst, was die Ursache von Schmerz ist, ist nicht das Ding selber, das du jetzt denkst. Ich spüre doch, dass mir der Zahn weh tut. Ich spüre doch. Wer ist dieses Ich, das spürt? Wer ist dieses Ich, das sieht? Oder was empfindet? Ist es das Gehirn? Das gar nicht existiert, wenn du nicht dran denkst, sag das einmal zu einem normalen Menschen. Ja. Dein Körper existiert ja gar nicht, wenn du nicht dran denkst. Dann wird er entsetzt sein. Das ist wieder die Sache, wo ich sage, du bist ja bloß ein dummer Affe. Ja. Dann sind die sauer und finden sich beleidigt, obwohl ich nur das ausspreche, was sie glauben. Was sie versuchen, möglichst lange am Leben zu erhalten. Es sind Kranke, es sind wahnsinnig in einem Traum und es sind die Spiegelungen deines eigenen Wahnsinns. Versuch bitte niemals, einen Gedanken von dir zu erklären, dass er nur existiert, weil du ihn jetzt denkst. Wenn ich das jetzt so sage, ist das eigentlich Schwachsinn. Aber wer kommt auf die Idee, einen Gedanken von sich selber zu erklären, du existierst jetzt nur, weil ich nicht denke? Ja, genau. Aber ist nicht jeder, setz dich für das Wort Gedanke, das Wort Information, ist nicht jeder, den du zu sehen bekommst, eine Information von dir? Und Gedanken können nur von dem verändert werden, der sich die Gedanken denkt. So, und jetzt denk an die Merkel, jetzt denk an den Trump, jetzt denk an das heliozentrische Weltbild. Es sind doch deine Gedanken, verdammt nochmal. Solange du in dem Wahn lebst, dass du meinst, du hast mit dem, was du dir selber denkst, nichts zu tun, bist du ein Wahnsinniger. Du hast es in deiner Welt nur mit Wahnsinnigen zu tun. Du musst der Erste sein. Wer ist du? Der mich jetzt ausdenkt und der mich sprechen hört, das ist der Erste. Der Udo ist es mit Sicherheit, das ist schon ein Gedanke. Das ist meine Botschaft.
Seit Ewigkeit. Wenn ich dich nicht ausdenke, bist du nicht da. Seit Ewigkeit, genau so ist es. Da ist nur einer immer. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst und solche Tierchen gucken, ich bin nur so ein Junior hier. Der ist der Hartnäckigste. Der ist aber auch, das ist auch nicht immer da. Der ist auch ausgedacht. Das ist auch nicht immer da, weil du ja die meiste Zeit über das Nordpol bist und nicht mehr lang gehört. Das ist übrigens Sachen, da müssen wir nicht diskutieren, das kannst du überprüfen, das ist hundertprozentig sicher. Und das ist der Unterschied von all dem hier Chakren und all dem Scheißdreck, wo sie nachlaufen. Figuren, was du zu erkennen hast, dass das alle Spitzer sind. Das ist also keine Lehre für irgendwelche Menschen, die du dir ausdenkst. Habe ich noch nie behauptet. Das, was ich dir erzähle, ist für den, der mich jetzt ausdenkt. Nur für den. Niemals für was Ausgedachtes. Das ist das, wo ich sage, versteh das Einfache. Ich erkläre dir, was du bist, und dann kann man darüber reden, wie du funktionierst. Dann wird es natürlich sehr komplex. Und selbst meine momentanen Formulierungen sind immer noch angepasst an deinen jetzigen Intellekt, an deine Logik. Das ist wie wenn ich versuche, jetzt Windows Basic zu erklären. Ja. Und du merkst jetzt, wie viel Luft noch selbst in meiner Logik ist, wenn du die Grenze bekommst. Da muss man, kann man noch voll in Windows bleiben, du hast es noch nie ausgereizt. Und das Ganze läuft ganz normal, wenn du diese Rolle spielst. Genau. Habe ich noch nie versucht, irgendeinen Menschen zu verändern. Weiß ich immer wieder drauf hin. Die Selbstentmündigung mit all dem ganzen Zeug. Wo ist denn der Lothar gerade? Ja. Da, wohin du ja hindenkst, wenn ich dann nicht mehr kann. Wird das sein? Oder in dir. Meine Frau, die ist die Beste in Holofeeling, wenn es gegen mich schießen kann, wenn ich irgendwas brauche, wo ist meine Hose? Hier. Gelernt. Hier. Ja, damit muss man auch leben. Ja. Aber ich habe festgestellt, dass wenn ich mir dann etwas erkläre, ich denke mir dann nach außen, wie ich das erkläre, da verstehe ich es besser. Ja, es sind Selbstgespräche. Ja, ja. Dass ich immer wieder so auch in dem Moment, wo du jetzt zum Beispiel in einem kleinen Kreis, du sagst jetzt meinetwegen, du bist die Inge und jetzt kommt irgendwer und jetzt versuchst du das zu erklären. Deine Erkenntnisse den anderen partizipieren zu lassen und jetzt stell dir eine Frage. Das habe ich übrigens auch sehr oft darauf hingewiesen. Und jetzt wirst du, während du das bestmöglichst nach bestem Wissen und Gewissen erklären willst, wird dir irgendein Beispiel einfallen, speziell auf diese Frage. Und wenn du jetzt den Doppelschritt machst und dich selber beobachtest, musst du dir eingestehen, dass du genauso das Beispiel zum ersten Mal hörst, wie den, den du es erklärst, weil dir das genau in dem Moment einfällt. Das ist jetzt genau, was ich gerade gesagt habe, dass dich irgendwann nochmal der anfängt zu interessieren, der dir diese neuen Gedanken zuschickt. Mhm. Der muss ja in dir drin sein, da kommt ja nichts von außen. Ja. Ich habe es vorher noch nie gehört, ich habe es nicht gewusst. Es ist ja in mir aufgetaucht. Die eigentliche Quelle allen Wissens ist in mir drin. Das ist schon die Bücher, die ich mir ausdenke, die ich aus mir herausdenke, vor mich hinstelle, wo ich mir dann einrede, das haben mir irgendwelche andere vor 500 Jahren geschrieben. Das ist logisch, aber nicht besonders geistreich, weil das reine logische Konstrukte sind. Weil wir dann behaupten, ich habe das Buch gemacht. Ja, magst du nicht alles, was du dir ausdenkst? Jetzt musst du noch die 4 Stufen der Vergessenheit wissen, wenn es auf der Verabredung ist, ist ja eh nicht, hast du ja eh nichts damit zu tun. Was habe ich jetzt mit den Wolken da oben zu tun? Werden die auch dann da, wenn ich das nicht anschaue? Das ist Geschwätz vom Zweiten. Das sind all die Behauptungen der Religion, denk wieder Fragen, Antworten der Kategorie 1, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest, die sind vom Tisch. Die von einem blinden Glauben. Der ganze Aufbau der Naturwissenschaft sind reine logische Konstrukte, wo ich nicht oft genug sagen kann, hättest du diese Logik nicht einprogrammiert bekommen, das ist natürlich schon wieder bewusstseitliches Denken, das in der Vergangenheit passiert, würdest du dir das gar nicht ausdenken. 99% von dem, was angeblich von irgendwelchen Leuten entdeckt wurde, kannst du nicht einmal entdecken, wenn du wolltest. Man hat dir erzählt, er hat es entdeckt. Wie willst du Wassermoleküle entdecken? Ach, kann ich dir sofort im Buch zeigen, habe ich im Kleinfeld gesagt, die Satcho Geiler Sacco von Humboldt vor über 200 Jahren haben die genau bestimmt, wie ein Wassermolekül aufgebaut ist. Wie haben die das so, wie du dir jetzt das Wissen vor 200 Jahren denkst, wie haben die das entdeckt, wie haben die das gesehen, wie konnten die das Wassermolekül beschreiben? Es kann sein, dass einem das eingefallen ist, das könnte so sein. Ich habe immer gesagt, der Kopernikus, der in seiner Wüste sitzt und aus Langeweile hier seine Sterne anglotzt, der sieht genauso stehende Sterne wie du. Da bewegt sich kein Stern nicht einen Millimeter. Und die Rückläufer entdecken zu dem Zeitraum, wo angeblich welche die Rückläufer entdecken. Wenn du nochmal schaust, die Rückläufer, dass die sich in dem Sternenmeer in keinster Weise von irgendwelchen Sternen diese Planeten unterscheiden.
dass ich jetzt hier irgendwann einmal feststelle, wenn man das im Planetarium jetzt einmal bewusst ausgedacht nachvollziehen, dass ich immer wieder sage, wir machen jetzt einmal die Finger, wer der Orion, der steht da, ich kann da hochschauen, der steht wie eine Eins. Dann mache ich irgendwas anderes, weil ich kann jetzt stundenlang an die Stelle hinklotzen. Und dann ist der plötzlich, fällt mir auf, hey, der ist ja jetzt da, der ist da rübergewandert. Und ich denke mir jetzt, das ganze Sternenmeer, und das sind jetzt ganz fast nicht sichtbare Punkte, das heißt fast, die sieht man in der Regel fast überhaupt nicht, die Rückläufer, also die äußeren Planeten, jetzt in der Astrologie, dann müsste ich ja letztendlich zuerst einmal diesen extremen Sternenhimmel ohne Elektrosmog, modern gedacht, müsste ich ja Bild zeichnen von dem Bild und von dem Bild und müsste dann die Bilder vergleichen, dass die fast nicht sichtbaren Punkte hier dann irgendwann innerhalb von ein paar Wochen nicht mit den anderen mitwandern, sondern leicht dagegen wandern. In der hätte er gar nicht die Zeit, die Punkte zu setzen und das vergleichen zu können, aus. Hat das super gehört. Das ist also Schwachsinn. Es ist so logisch, wenn du oberflächlich bist. Dann kann der Mendeleev ohne weiteres hier vor 200 Jahren hier das Periodensystem machen. Ich frage mich bloß, wo hat das denn her? Es muss ihm höchstens einfallen. Also sind wir schon wieder bei der Quelle. Das heißt, hier fällt jetzt einer ein, der mir erzählt hat, der Kopernikus hat das Ding, die bewegen sich ja. Also mir, ich sage mal, du warst, erinnere dich an meinen Vortrag im Adler. Ich habe noch nie gesehen, dass ich die bewege. Ja, ich kann dir doch das auf dem Computer zeigen in Zeitraffer. Ich sage, du merkst gar nicht, dass du schon wieder die ganzen Erklärungsmodelle von Raum und Zeit mit moderner Technik setzt. Mach dir mal komplett weg, dann willst du den Mann aufpassen. Und das Ego versucht dann mit Sternschnuppen, aber da sehe ich doch, dass sich das bewegt. Ich sage, du merkst gar nicht, dass du mit aller Gewalt versuchst, diesen Schwachsinn am Leben zu halten. Bis hin den größten Schwachsinn, das, was du zu sein glaubst, den Trockenmaus haben. Obwohl dir doch eigentlich dein Wissen schon vorschreibt, dass ich das Säugling auflösen muss, dass ein Schulkind war, das Schulkind muss ich auflösen. Das wirst du nicht aufhalten können. Kein Schulmediziner, nichts. Die verlängern dein Sterben und verdienen auch ein Geld damit. Keine Kritik an die Beschreibung. Immer dran denken, ich habe den Führerscheinprüfungsbogen entwickelt. Ich habe mal was gedacht bei dem Fehler. Du musst mich bloß fragen, bloß wie viel Scheißdreck muss ich dir noch einspielen, bis du merkst, dass das alles bewusst erschaffene Fehler sind. Allen voran in der Politik oder in der Elite der Welt. Eine Verlogenheit, eine Heuchelei bis zum Es geht nicht mehr. Keine Schuldzuweisung. Du weißt, ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu niemandem, den ich mir ausdenke, vorhoffe, dass er so ist, wie ich ihn mir ausdenke. Und ich denke mir keine Kisten aus, die ich frage, weißt du das? Ich kenne das doch mal. Ich kann eine Kiste. Du kannst das machen, wie du das willst. Du bist immer drauf. Das ist genau so ungefähr, wenn du das siehst. Wenn du, ich habe einmal gesagt, ich bin eigentlich die F1-Taste. Ich bin immer sehr geschickt, dich nicht zu programmieren. Das machen andere Menschen. Ich will dich freimachen. Das heißt, ich muss die jegliche Form von Substanz, wo du dich festhältst, muss ich dir wegziehen. Dann bist du voll in der Schwebe, bist du voll frei. Dann bleibt nichts. Ich habe dann ist nichts. Das ist mein Beispiel mit dem Klettband. Ich reiß dich aus einer Tuch. Vor allem, also du, der mich jetzt aus dem Körper. Du bist immer eins davor. Du bist als Denker, aber jetzt einer, den du dir ausdenkst, selber denken kann. Das hängt wieder davon ab, was du glaubst. Es wird für dich so sein, ja, kannst aber trotzdem nicht. Du kannst dir jetzt denken, dass wenn du einen mit dem Hammer auf die Hand hast, dass der was spürt, dann ist es für dich so, aber nicht für den, der sich auf die Hand hat. Er wird auch so reagieren, weil es ist wie ein Konstrukt, es ist wie eine Animation. Es ist ein reines Programm. Gedanke von sich selbst kann nichts fühlen, es gibt nichts zum Beispiel, spüren, gar nichts. Es gibt gar nichts. Ein Gedanke ist einfach nur, solange du ihn denkst, und dann ist er weg, ja. Der ist so, wie du ihn dir denkst. Jeden Gedanken, den du denkst, das gilt auch für Trockennasenaffen, das gilt für Regenwürmer, egal was du denkst für Computer, es wird so sein, wie du dir das denkst, für den, der sich's denkt. Ein Gedanke kann auch keine Ausnahme. Nein, du könntest nicht, nur du kannst. Zumindest, wenn du ich bist. Aber momentan bist du noch in einer Entwicklungsphase, ein träumender Geist, ja, das ist relativ. Das ist der Witz ist bloß, dass jetzt deine Umgestaltung, dass in dem Moment, wo du die Fähigkeit hast, alles zu verändern. Ich habe einen schönen Satz, pass auf, ich rede jetzt einmal rein als Udo-Programm. Es gibt nichts, wirklich nichts, und das würde ich jetzt jederzeit, wenn man jetzt so Instanz hat, Gott hat. Du weißt, ich bin sehr allergisch, weil man Meinheit schwört. Ich sage, dein Problem ist 99,9% deines Wissens, wenn du das beschwörst, schwörst du meinheitig. Weil du was nachflabberst, was man dir nochmal überprüfen könnte, wenn man wollte. Und die Überprüfungen,
wie die Naturwissenschaft. Wenn der Professor Zelling in Wien sagt, ich zeige euch die Verschwendung, kommt zu mir nach Wien, dann zeige ich euch das. Das ist wie unser Gassner, der das Photon auf dem Bildschirm zeigt. Das sind Wahnsinn. Die merken nochmal, was wirklich ist. Wie sagt der Jesus, ihr Menschen, die außen nicht gesehen laufen, sagen die überhaupt nicht. Ihr hört Dinge, die ihr überhaupt nicht hört. Jetzt ist es ganz interessant, wenn du kannst jetzt sagen, ich höre ja den Udo. Aber wie sieht es aus, wenn du jetzt der bist, der vom Computer sitzt und sich dieses Video anschaut? Hört er dann auf den Udo oder hört er Lautsprecher? Der sagt aber auch, ich höre den Udo. Wer bist du jetzt? Du kannst beides sein. Du kannst jetzt der sein, der den Udo hört, weil ich real eine sinnlich wahrgenommene Information bin. Und dann kippt es um und auch jetzt hörst du dir die Aufnahme an und dann bin ich nur so ein Pixelmännchen. Das, was du siehst, sind deine Informationen und die Definitionen, wo du dich wieder hindenkst, jetzt. Aber du denkst dich immer jetzt. Wenn du an dich denkst, denkst du jetzt. Bist du jetzt in Fingenstau, da sitzt du jetzt vom Computer und hörst dir diese Aufnahme an. Es ist alles jetzt. Die ganzen Bücher im Bücherregal sind jetzt. Die Seiten, die Worte und jedes Wort sprichst du jetzt aus. Das haben wir tausendmal durchgehabt. Das ist das, was ist. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Da haben die Esos keine Ahnung davon in ihrer Vorstellung. Weil sie zwanghaft doch immer noch raumzeitlich machen. Nein, weil es einfach nur Gedanken sind. Das ist eine Widerspiegelung deines eigenen Glaubens. Und wenn du den bei dir richtig stellst, und das ist eine Vervollkommnung, dass ich immer wieder sage, der Unterschied bei Holofeeling, was ich jetzt verbessern nenne, ist nicht irgendwas Schlechtes wegmachen und dafür was Besseres zu kriegen, sondern alles, was schon da ist, gehört zum Heiligen Ganzen. Und mir vervollkommnen das die Geschichte mit dem H, wo wir den Buchstaben zu einem Wort machen. Und in dem Moment, wo ich das Wort Haus habe als Beispiel, habe ich an dem H, an meinem alten Wissen überhaupt nichts verändert, wenn das ein Wissenskomplex ist. Ich habe vollkommen Neues hinzugefügt. Es gibt keine Menschen, die irgendwas vollkommen Neues will. Die streben alle Einseitigkeiten an. Alle Philosophen, alle Politiker, alle Mediziner. Ihr strebt Einseitigkeiten an, weil ihr meint, das ist das Himmelreich. Selbst die ins Himmelreich wollen, die Moslems mit ihren 72 Jungfrauen, die wollen aus der Hölle raus. Einseitigkeit. Ich weise immer wieder auf die Wurzel hin, mit den zwei Ergebnissen. Auch bei der Quadratzahlen dann. Das ist ja nur die Spiegelung davon. Ihr seid die Idioten, die Formeln, die Einstein-Formel, wo die schöne Wurzel dich schon anlacht in der Lorentz-Transformation, das sind Menschen, der negative Wert hat keine praktische Bedeutung. Ich stehe jetzt auf der Spitze eines Berges, das Tal um mich herum hat keine praktische Bedeutung. Ich bin in meinem Haus, das Außen hat keine praktische Bedeutung. Ich bin jetzt unten, das Oben hat keine praktische Bedeutung. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Warst du jetzt die ganze Zeit unten oder oben? Wenn du das eine nicht denkst, ist das andere auch nicht. Das Prinzip muss man verstanden haben. Es gibt keine Stille ohne Lärm. Und du machst halt immer dann zeitlich verschoben. Und das hört man, das ist irgendwie logisch, aber deine Logik in deinem Alltag, das muss langsam in dich reinsickern. Also mach dort das Leben maßgeschneidert ist, lass das weiterlaufen. Und ich würde gern, wie gesagt, andere Sachen erzählen, aber bevor das nicht wirklich absolut installiert ist, ist alles andere unsinnig. Da kannst du dein Wetter auffächern, das ist eine schöne Spielerei. Dann wirst du vielleicht merken, dass es da schöne Zufälle gibt, wenn wir da ins Detail gehen. Das sind überhaupt keine Zufälle. Das ist bis ins allerkleinste Detail ist das arithmetisch aufgebaut, eine lückenlose Kette, die in sich geschlossen ist. Und das kann man dann auch überprüfen. Da wirst du immer wieder weggehen, dieser Wahn mit Geld, mit Kapitalismus. Und nochmal, ich sage jetzt nicht, dass der schlecht ist, wenn er nicht wichtig wäre, hätte ich ihn nicht erschaffen. Aber dieses Denken ist so eine Entgeistigung der Menschheit mittlerweile und alle, die meinen, die sind besonders gescheit, um sich selber entmächtigt. Weil alle rennen diesen Trends nach, diese Anpassung, wo ich in meinem Zungenpiercing-Beispiel schon sage, ich will Zungenpiercing, du passt dich permanent an. Alle, die in die Smartphones reinglotzen, ich bin nicht gegen Smartphones, es ist nur noch, die glotzen jetzt eigentlich nur, die sind sowas vor in einem Kreis von Interessen, wo jeder eingesperrt ist und wohlgemerkt, das sind jetzt Figuren, die mir denken, die gar nicht existieren, wenn man sie nicht denkt. Wir verfügen über das Bewusstsein, dass mir nicht so jemand, der jetzt in unserem Traum auftaucht, vorwirft, dass wir ihn uns ausdenken. Und zwar so, wie wir uns den ausdenken. Wie wahnsinnig ist einer, der sich was denkt und meint, das, was er denkt, hätte er eigene Meinung. Deine Gedanken haben keine eigene Meinung, die sind so, wie sie von dir gedacht waren. Sind nicht alle Politiker, alle Schauspieler, die du vielleicht bewunderst, Geschöpfe von dir selbst? Das ist hundertprozentig sicher, dass das jetzt der Fall ist. Du kannst nur immer merken, wie der Zweite sich in dir aufbäumt. Ob du einen Guru bewunderst, egal was, ich sage immer wieder, wenn schon manche sagen, ist ein Guru aus Weisung, ich bin ein Anti-Guru-Guru.
Du kannst dich so amüsieren, wenn du das merkst, wie die rezitieren. Es gibt dann durchaus Menschen, wo du merkst, dass Weisheit durchdringt. Aber die sind dann ganz eigenartig wieder relativ normal. Sehr, wenn du jetzt vorträgst, bleiben trotzdem Gedanken. Wenn die Toni Börsen fällt mir jetzt zum Beispiel ein, wenn du dir mal Videos von denen anschaust, ist nur Englisch. Oder Karl Renz, der Karl, ein muffiges Kerlchen. Da sage ich, wenn es den jetzt geben sollte mit dem eigenen Deskal-Programm, der hat zumindest das Wesentliche verstanden. Und der spielt auch seine Rolle. Da merkst du mal mit einer riesen Langweile, wo er die ESO-Köpfe bespaßt, was ihn einfach annetzt. Das wirkliche, tiefere Sinn, der hat nur das Wesentliche verstanden. Das, was mir jetzt wichtig wäre, dass du verstehst, dieses Nichts, das du selbst bist. Da gibt es etliche. Aber die meisten reden in der Öffentlichkeit gar nicht auf. Was du auch immer in der Öffentlichkeit verstehst. Muss ich mir selber einen Stress machen? Für was? Wen retten zu wollen? Einen Gedanken von mir retten zu wollen? Es klingt so unendlich lieblos und hart. Nee, das ist Liebe. Du wirst merken, das dreht sich doch absolut um. Kannst du einen Gedanken von dir retten? Die Menschheit, was ist die Menschheit jetzt? Ein Wort, ein Wort. Du hörst jetzt Geräusche, schau dir den letzten Bleinfeld-Vortrag an und es wird die Maussetzung deines Intellekts zur Vorstellung aufhören. 7 Milliarden sterbliche Trockenhausen auf eine Kugel, die sich um die Erde rumdreht. Was willst du da retten? Das ist schon weg, wenn du es noch mal denkst. Gesehen hast du das nie und du wirst es auch nie zu sehen bekommen auf deiner Fahrbrille. Weil du 7 Milliarden Menschen gar nicht denken kannst, sehen kannst. Du kannst die denken. Eine Vorstellung. Du kannst jetzt eine Erdkugel denken. Du kannst dir einen Fußball denken. Ausdenken. Aber ist jetzt der reine Gedanke Erdkugel größer und schwerer wie der Gedanke an den Fußball? Das, was jetzt ist, ist ein Gedanke. Ich rede nicht von der Vorstellung, die du dir vor dich hinstellst, die du dir ausdenkst. Das, was jetzt da ist, ist ein Gedanke, eine reine Information. Und du wirst irgendwann einmal merken, wenn das auf deiner Farbbrille auftaucht und du siehst es in dem illusionären virtuellen Raum vor dir, ist es nichts anderes. Es ist genauso eine Information. Und dann kannst du jetzt wieder in Fachleuten reingehen und die erklären dir dann neurologisch, was da in deinem Kopf abgeht. Und immer nur raumzeitig. Selbst die größten Neurologen, alles, die sind diesem Wahn verfallen, dass ich meine, am Anfang war das Gehirn. Das sich wiederum auch bloß aus irgendwelchen anderen Gedanken entwickelt hat. Es ist des Denkens nicht fertig. Spätestens, wenn du das einmal ablegst, wirst du frei. Und wenn du dich dann leer gemacht hast, kann ich dir ein neues Programm aufspielen. Und du hast da nichts zu tun, das passiert vollkommen von alleine. So wie ein Säugling zu einem Kreis wird, sich ständig verwandelt, das Einzige, du meinst dann löst du dich auf. Aber du hast dich doch schon immer aufgelöst, das, was du zu sein glaubst. Es hat ja nie als Säugling begonnen. Zumindest hast du keine Erinnerung dran. Dann kam wieder sofort wieder eine, kann dir doch ein Bild von mir zeigen. Das bin ich. Das ist doch unheimlich logisch, aber du hast überhaupt nicht zugehört. Du hast überhaupt nicht zugehört, das, was ich meine. Das ist so hartnäckig. Wenn du das einmal durchbrichst, dann verwandelt sich alles. Und darum sage ich jetzt erst einmal, spiel deine Rolle nochmal. Du wirst mal mit Holofeeling kommen wir in einen riesen Konflikt, abhängig davon, was für einen Job man zurzeit hat. Völlig klar. Ich sage mal, da fühlst du dich richtig gut. Und da bin ich jetzt aber weggegangen als Udo, weil ich immer wenn aushole, weil ich genau werden will, dass ich jetzt nochmal als Udo sage, es gibt nichts, überhaupt nichts, das würde ich vor jedem Gott beschwören. Jetzt rede ich als ganz normaler Brüssel, es gibt nichts, was man für Geld kaufen kann, was ich haben möchte. Ich bin wirklich absolut wunschlos glücklich. Absolut wunschlos glücklich. Ich habe viele Kleinigkeiten, wenn ich jetzt mal einen Dampfer nehme, den wenn du mir wegnimmst, ich muss so vorstellen, als ob ich einen grünen Fahrrad fährt. Habe ich keinen Zug? Nein, habe ich meistens auch nicht dabei. Ich freue mich dran, wenn er da ist, aber wenn er nicht da ist, bin ich genauso glücklich. Und ich sage immer wieder, wenn ich jetzt den nächsten Schritt gehe, das habe ich oft gesagt, dass man jetzt, wie man sich Gott vorstellt, dass ich mit einem Wimpernschlauch irgendwas verändern könnte. Ich wüsste nicht, was ich besser machen soll. Wenn du verstanden hast, wie die Schöpfung wirklich funktioniert, wie ich die mit Holofeeling beschreibe, da gibt es nichts. Du wirst nichts finden, was man besser machen kann, wenn du das ganzheitlich siehst. Wenn du was besser machen willst, bist du schon mit in der Einseitigkeit. Das könnte man machen. Also die Vervollkommnung ist was ganz was anderes. Und das, was man Moral nennt oder in Partnerschaften, das ist so ein Spiel, das du mit dir selber spielst, wo du merkst, du hast so einen Einfluss. Das Leid, das du als Geist verspürst, wird wirklich einzig und allein durch dein eigenes Interpretations- und Wertesystem erzeugt. Niemals durch die Reizauslöser. Könnte ich jetzt genügend Beispiele bringen. Und dann werde ich merken, wieder, wenn du willst, dann treten wieder Ja-Aber-Sachen in dir auf und die kannst du dann gleich lassen. Das ist so sinnlos. Ich mache wieder jetzt, wo PC gerade gesagt hat, wie du das einmal vor vielen Jahren im Adler
organisiert hast. Wo ich noch sage, ich kann jeden Einzelnen so aus der Fassung bringen, du musst bloß auf die richtigen Knöpfe drücken. Und dann meinte ich, ja, so leicht bringt man mich nicht aus der Fassung. Weißt du, wieso er abgestürzt ist? Weil ich behauptet habe, dass ich noch nie gesehen habe, dass sich die Sonne bewegt. Und ich habe ihn gefragt, ob er es schon mal gesehen hat. Ich, wenn hochschaue, ich sehe die, die steht im Osten, die steht im Süden, die steht im Westen, aber ich habe noch nie gesehen, dann kommt dann, ja, aber wenn du in der Karibik bist, dann sieht man das doch, am, wenn die groß am Äquator. Ich sage, du merkst gar nicht, dass du mit aller Gewalt nicht zuhören willst, du willst deinen Glauben am Leben halten. Und dann habe ich dann nachgegeben, dass ich sage, okay, wenn du das siehst, ich habe noch nie gesehen, dass sich Sterne bewegen. Ich kenne die ganzen Konstrukte, mir ist das alles klar. Ich kann das auf dem Computer in einem Planetarium laufen lassen. Habe ich auf dem Computer drauf. Aber das, was ich sehe, sind nicht die Sterne. Wenn ich die jetzt auf meiner VR-Brille habe, dann stehen die wie eine Eins. Da kann ich hochklatzen, so viel ich will. Oder wenn ich mal gesagt habe, die Stunden zeige ich bei mir in der Küche an der Uhr. Das ist, wenn ich den anschaue, steht er. Und da weißt du, ich viele Sachen, wenn du merkst, wie der Widersprüche finden in der Physik, was denen gar nicht bewusst ist. Aber wie soll dir einem von dir ausgedachten Menschen irgendwas bewusst sein, wenn du dir das nicht denkst, dass er es weiß? Mhm. Du kannst nur schauen, wie sie zurzeit in dir auftauchen. Das ist nämlich Tiefengucken. Was sie äußern. Ich wollte ja im Blindfeld, habe ich ja etliche Hochschulvorlesungen mir rausgesucht, dass du wirklich einmal merkst, mit dem Stand, wo ich jetzt im BZ oder der Karin zuspreche, diesen Programmen, Wertesystemen, dass du wirklich nach 3 Minuten ausschalten musst, weil du merkst, dass die nur Scheiße daherlaufen. Das hat jetzt aber nichts mit Arroganz zu tun oder mit einer Wertung zu tun, sondern dass die sich fast in jedem Wort selber widersprechen und nur immer auf anerzogenes Wissen, der hat entdeckt, der hat das entdeckt und ihr wird sofort bewusst, dass man das nicht einmal, was der angeblich entdeckt hat, nicht einmal entdecken könnte, wenn man wollte. Das wäre dann so offensichtlich. Das sind so diese Fehler, wo ich sage, die dich anschreien in den ganzen Büchern. Dann kannst du jetzt im Internet rumwühlen und dann machen wir die Zeitgeschichte. Und dann liest du plötzlich von einem Professor, der behauptet, uns fällen in der Zeitrechnung 400 oder 500 Jahren. Weil es ja an Karl den Großen überhaupt nicht gegeben hat. Ein hochdotierter Geschichtsprofessor. Das ist natürlich plötzlich, wenn du einen Gegner hast, die werden dir dann erklären, dass das gar nicht der Fall ist. Haben wir jetzt bei der Klimadebatte. Da können die tausendmal sagen, hier, da gibt es so und so viele Professoren und sogar Nobelpreisträger, die das Gegenteil behaupten. Das ist sowieso, die kannst du vergessen. Du merkst, wenn einer eine Meinung hat, dann ist alles andere, was seiner Meinung widerspricht, falsch. Das ist wie ein Computer, der Basic hat und egal, was nicht Basic ist, ist verkehrt. Ob das eine Windows-Datei, eine Linux-Datei ist, es ist einfach verkehrt, weil es unlogisch ist. In dieser Primitivität hängt praktisch nahezu alles an Menschen, was du dir ausdenkst. Das kannst du ganz leicht überprüfen. Ich nenne das Geistlosigkeit. Jetzt können wir das losgemachten Geist nennen. Hat jetzt ein Stein einen Geist? Wenn dann nicht sagen, das ist ja alles Geist. Ich sage, nein, das ist nicht alles Geist. Und dann doch wieder. Ist jetzt eine Tasse ein Porzellan oder ist kein Porzellan? Ich sage, deine Tasse besteht aus Porzellan, aber die reine Form der Tasse ist kein Porzellan. Ein feiner Unterschied. Ist jetzt das Glas aus Glas? Da kann ich jetzt noch sagen, das Material ist Glas und es hat die Form von Glas. Ich kann aber aus demselben Glas noch eine Christbaumkugel machen. Die Form ist was anderes wie die Substanz. Der Denker ist was anderes wie ein Gedanke. Der Denker ist nämlich immer im Meer und die Gedanken sind Gedankenwellen. Das ist eine ständige, meine 200 Gramm rohlige Niete. Und das ist die Einstein-Formel. Der große Einstein hat die Kreisformel neu hingeschrieben. Insider verstehen den Witz. Es ist nicht mehr. Und das sind Winkelfunktionen. Und sobald ich aus dem Einheitskreis rausgehe und konstruiere mir meine Sinuswelle, dann habe ich schon die Vorstellung von Raum und Zeit. Obwohl ich im Einheitskreis schon sehe, dass also das alles jetzt ist. Das ist. Man muss sich nur interessieren dafür. Und jetzt kommt das Schöne an Holofeeling, dass ich immer wieder betone, du wirst von mir nie hören, wenn du, egal was du behauptest, dass das nicht stimmt. Jeder hat recht. Das heißt, wenn einer mit mir diskutieren will, hat er nicht zugehört. Ich bin nicht in dir aufgetaucht, um dir zu erklären, dass das, was du glaubst, nicht stimmt. Du merkst doch, dass es richtig ist, zumindest für dich. Das heißt, du hast eine gewisse Logik und die erzeugt dieses Gefühl in dir, dass das stimmt, dass das richtig ist. Aber es ist nur eine Perspektive. Und dann habe ich die Sache, wenn du jetzt behauptest, eine Wohnung ist eine Küche, dann so, es stimmt ja ein bisschen. Aber dir fehlen etliche andere Zimmer. Ein Auto ist ein Benzinschlauch. Stimmt ein bisschen. Das ist das, was die nie erfahren werden, das höhere Ganze. Europa besteht aus vielen verschiedenen Ländern. Aber die Schwierigkeit ist, wenn du die jetzt gleichschalten willst und willst ein großes Ganzes draus machen,
dann musst du wie in einem Körper die Körperglieder, es macht keinen Sinn, wenn ich sage, die Länder sind die Augen, das ist was zum Sehen da, was zum Hören da, was zum Schmecken da. Das muss das bleiben, was es ist, wenn du einen Körper draus machst. Sobald du das gleichschaltest und du verlangst, dass die Augen zum Hören anfangen und die Ohren zum Schmecken anfangen und die Zunge zum Hören anfängt oder zum Sehen anfängt, funktioniert das nicht mehr. Aber darum geht es sowieso nicht. Es geht um primitive Machtstrukturen innerhalb dieses Führerscheinprüfungsbogens, die gar nicht existieren, diese Fehler, wenn du aus der Fahrschule draußen bist. Das ist wichtig. Das heißt, die sind bewusst erschaffen. Und da ist ja nichts verkehrt gelaufen. Aber das Spiel spielst du alleine. Punkt. Das ist wichtig. Du meine ich jetzt den, der mich jetzt ausdenkt. Den, der immer ist. Die dürfen wir jetzt nochmal Negerköpfe nennen, ne? Das ist politisch nicht korrekt. Nein, das ist auch das mit der Sprache, was abgeht, das ist so krank. Das ist so unendlich krank, dass dir das immer mehr und du kannst nichts. Und jetzt regst du dich drüber auf. Ich sag, du siehst einen Fehler, den ich von aller Weile anschreite und du regst dich drüber auf. In der Führerscheinprüfung, wenn du einen Fehler siehst, freust du dich, machst du Häkchen und blätterst du. Was passiert, wenn du umgeblättert hast, dann legst du nochmal dran, dann ist es vom Tisch. Aber dazu muss man loslassen können. Lieblingsspruch vom Udo zur Zeit, lerne das loslassen, dann hast du zwei Hände frei für was Neues. Und die Menschen können nicht loslassen. Ich kann doch nicht. Wenn du das Leben einen Tritt verpasst, nutze den Schwung, um voranzukommen. Genau so ist es. Ja, so ist das Leben. Leon. Genau. Wie sieht's denn aus? Lothar, gibt's jetzt mal einen Leberkäse? Noch ein bisschen. Wir müssen erstmal Labler holen. Der braucht noch ein Muggesäckerle. Was braucht der Labler? Ach, ein Muggesäckerle. Muggesäckerle, ja. Ach, die sind am Bahnhof gefahren. Labler, was ist das? Aber schon seit muss ihn fragen. Hampo, was ist Labler? Hey. Was sagst du? Was ist Labler? Na, eine Semmel, ein Brötchen. Ach so. Ein Labler ist ein kleines Brot. Also Alabla. Und wir haben doch ein kleines Brot, Alabla. Ich auf jeden Fall nicht Weißenburger Fränkisch. Ich wollte noch draußen vorbeiklopfen, dass ich, hey, komm mal rein. Guck mal noch. Das sind 5-Euro-Schein und das sind 2 Euro. Was ist mehr? Der Bub langt nach den 2-Euro-Münzen. Ja, was ist das? Das mache ich mit dem Kerl schon seit 2 Jahren. Der kapiert's nicht. Dann geht er raus nachher, kommt an der Eisdiele vorbei, da kommt er gerade raus und lutscht der Eis. Dann sag ich dazu, sag mal, hast du nicht kapiert, dass 5 Euro mehr sind wie 2? Dann sag ich, der Bub, ja, doch, natürlich. Aber wenn ich das dem zeig, dann ist das Spiel aus. Deshalb dürfen die Deppen gar nicht machen, was du sagst, sonst kennst du nichts mehr erzählen. Genau so ist es. Der Radler kommt noch, der Rudi ist im Keller. Ach so, nein, okay. Man kommt selber drauf, irgendwann einmal. Man muss eh immer selber, denn die meiste Zeit ist man allein. Aber man greift halt immer in der eigenen Logik. Und über passiert die Grenze der Logik hinausgehen, das ist das, was ich immer sage, das Quadrat mit 3 Strichen zeichnen. Das baut alles auf diesen simplen Phänomen auf, dass du vorabgestimmte Meinungen hast, die dich blind machen ohne Ende, positiv und negativ. Dieses gibt's nicht, unmöglich. Obwohl das doch so offensichtlich ist, wenn ich sage, wenn du an was nicht denkst, existiert es nicht. Wie war es uns ja mit dem Frankie? Die Gespräche, Frage ist eigentlich immer, wer denkt sich das aus? Wie der Frankie sich wehrt, manchmal, der hört zu, man hat den Eindruck, es ist immer wieder kein Gedanke, den du dir denkst, der Information was hört. Aber wir bleiben jetzt einmal da bewusst und dann stürzt der so ab, wo er dann richtig batzig wird, wo er sagt, aber das kann ich ja nicht überprüfen und hin und her. Und dann merkst du, jetzt fängt das Ego an, sich in die Verteidigungsposition zu verziehen. Da musst du aufhören, dann ist es vollkommen sinnlos. Und wieder öffnet sich einer für was Neues und der ist halt, wenn es vollkommen neu ist, der Menon-Dialog von einem Platon, den ich mir jetzt ausdenke, konnte das wirklich ein Platon, sprich ein Sokrates, weil der Sokrates ist ja wieder was Ausgedachtes von dem Platon, zumindest denke ich mir das jetzt. Merkst du, es sind nur Gedanken, alles logische Konstrukte. Löse dich komplett von dem Glauben, dass ein Gedanke, den du jetzt denkst, in die Vergangenheit denkst, dass der schon da war, bevor du ihn gedacht hast.
schon diese Formulierung, kann ein Gedanke, den du denkst, existieren, bevor du ihn denkst. Der Gedanke nicht, aber das, was ich denke. Musst du eine Kiste haben, wenn du den Gedanken. Das ist ein Blödsinn, verstehst du? Der Gedanke nicht, aber das, was ich denke. Also wenn ich jetzt an eine Erdkugel denke, dann ist die ja schon da gewesen, bevor ich die gedacht habe. Ich sehe, das ist doch bloß ein Gedanke jetzt von dir. Du behauptest, dass ein Gedanke existiert, bevor du ihn denkst. Oder dann noch schlimmer, du glaubst, dass ein Gedanke von dir auch dann existiert, wenn du ihn nicht denkst. Das ist Schizophrenie. Das sind normale Menschen, das sind Materialisten. Und was noch schlimmer sind, die Materialisten sind Buddhisten. Die sich was denken und sagen, das ist ja gar nicht. Ist ja bloß Maya. Ich sage, das ist wurscht, der Gedanke ist ein Gedanke. Das ist das Problem. Es sind deine Informationen. Jetzt schreibt dir selbst der Materialismus vor. Ich kann es nicht oft genug sagen. Du kannst es nicht wahrnehmen, wenn es nicht deine Information ist. Es muss erst einmal in deinem Kopf sein. Die Frage ist jetzt, wo kommt es her? Natürlich von außen, von der Vergangenheit. Alles Blödsinn. Ist so unheimlich logisch, wenn du mit der Logik arbeitest. Das ist nicht besonders geistreich. Man muss halt ganz genau hinhören. Und ich glaube, das wissen halt die meisten nicht, wenn du sagst, etwas ist da und etwas existiert. Rot und Blau, Inge. Nur dieses Rot und Blau. Das ständig, egal was du machst, du kannst dir nicht anders. Darum sage ich, werde ich gar nicht dagegen. Mach dir bewusst, ob es besonders sinnvoll ist. Wenn dann wieder eine reingrätschen, wo es dann die typischen Miesebeter, du kriegst dann gewisse Charaktere. Die sind einfach, wenn du die denkst, dass du schon die Figuren, die du dir ausdenkst, aufgrund von Beobachtungen gewisse Charaktere zusprichst. Jeden. Aber das ist, die werden dann immer für dich so sein, wie du das definierst. Und jetzt kannst du immer wieder in dich reinschauen, inwieweit du in dem Glauben bist, dass du mit dem, was du jetzt denkst, nichts zu tun hast. Und dann kann der Udo tausendmal auftauchen und dir sagen, mit wem sollte denn ein Gedanke denn sonst was zu tun haben? Er muss doch zuerst einmal mit dem was zu tun haben, der ihn ausdenkt. Wie sieht es jetzt aus mit dem heliozentrischen Weltbild? Und du merkst jetzt, wie blind dich dieser normale materialistische Glaube macht. Und das ist genauso vergänglich wie die Scheibenwelt oder die Hohlkugelwelt. Du kannst nur schauen, was du zurzeit glaubst. Eins von vielen Möglichkeiten. Und du kannst jetzt noch tausend andere ausdenken. Das Problem ist bloß, wenn du bestimmst, das eine ist da außen und die anderen sind bloß Handgespinste. Die anderen sind nur logische Konstrukte. Jetzt sagst du dann zum Beispiel, man hat ja früher geglaubt, die Welt ist geozentrisches Weltbild oder ptolemäisches Weltbild. Kennst du alles nur vom Hörensagen? Das geozentrische Weltbild kennst du auch bloß vom Hörensagen. Dann kommst du, das ist doch mittlerweile bewiesen. Ich sag, wie definierst du einen Beweis? Ich sag, all das, was du als bewiesen hast, ist im religiösen und esoterischen Sinne und allen voran in der Naturwissenschaft. Das sind reine dogmatische Axiome, ich Behauptungen, schon, die du nicht einmal behaupten könntest, wenn du wolltest. Es ist Geschwätz von zwei. Alle Wissenschaften bauen auf. Alles auf Axiomen. Aber es sind Grundannahmen und Übereinkommnisse. Aber wer bestimmt, was ein Übereinkommnis ist? Ja. Und da musst du ausbrechen. Du musst der Erste sein. Die keines Beweises bedürfen. So. Richtig. Das ist weiß allgemein angenommen. Und das Allgemeine ist natürlich wieder sehr widersprüchlich. Hängt davon ab, was du als Allgemeinheit jetzt siehst. Auch moralische Vorstellungen. Da muss sich jeder religiöse Mensch an die eigene Nase fassen. Das ist alles, was dir erscheint, ist logisch. Diese Beispiele, wo ich immer wieder sage, mit Ehre. Das ist, was sind das für Glauben? Ich setze jetzt keinen Maßstab, ich beschreibe einfach. Komm mir wieder ins Sinn. Diese schöne Sache, jetzt, da ist natürlich, wenn du jetzt, kannst du schauen, wie du darauf reagierst. Ein Sohn schlachtet fast seine Schwester ab, weil sie sich von einem deutschen Schwengelmann hat. Und die Eltern schauen dabei zu. Und er sagt, da geht es um was, was wir Deutschen keine Ahnung haben, nämlich um Ehre. Ich sage, was ist das für eine beschissene Glaube? Was ist das für eine Ehre? Das ist aber jetzt schon ein gewisses Maß moralisch. Für mich ist das einfach nur Gedanken. Das ist ein Blatt Papier, wo ich das lese. Ich war nicht dabei. Es ist eine Geschichte. Ich kann mir jetzt meine Gedanken machen, wie ich darauf reagiere. Die wird irgendwann einmal glauben, dass über jeden, den du dich aufregst oder mit dem du diskutierst, hättest du den seinen Schwamminhalt und den konntest du dir nicht raussuchen, dann wäre alles, was du jetzt bekämpfst, wo dir hirnrissig erscheint, wäre deine Logik und deine jetzige Logik, die dir so logisch erscheint, wäre hirnrissig. Und du würdest es bekämpfen. Und das kannst du erst, wenn du dich zuerst einmal gleichsetzt in einer Beschränktheit mit all den anderen beschränkten Figuren in deinem Traum. Als beschränkte Figur in deinem Traum.
Die bist du aber nicht. Du spielst bloß eine Rolle davon. Schon die Selektion, der bin ich und die anderen bin ich nicht. Udo Feeling bedeutet da das Gegenteil. Du bist alles, was du denkst und nichts davon. Das Meer ist all seine Wellen, die prinzipiell auftauchen können aus diesem Meer, ist aber keine einzige dieser Wellen. Der widerspricht sich ja laufend. Ganz und übrig hat es zu uns verstanden. Und umso, ich mach dir keine Gedanken, wenn es so sein soll. Das heißt, wenn du mich jetzt sprechen hörst, egal wer du zu sein glaubst, dann bist du schon auf der sicheren Seite. Du kannst jetzt das natürlich in die Länge ziehen, dieses Spiel, weil alles passiert ja jetzt. Täglich grüßt das mal mit dir. Darum sind eben diese Filme da, die sind ja nie in der Vergangenheit gedreht worden. Das sind Metaphergeschichten, die in deinem Traum auftauchen, wenn das in deinem Traum auftaucht. Und das ist, was ich immer wieder sage, das ist keine Drohung, sondern auch eine Prophezeiung. Du wirst bis in alle Ewigkeit leiten, bis du die Reife hast, dich damit zu beschäftigen. Geist hört sich eigentlich nur selber sprechen. Ne? Immer. Also ich höre dich nicht sprechen, immer, immer. Dann beginnt das Spiel hier, Jürgen, und ich bin du. Und dieses Ich ist nicht der Udo, ist nicht der Jürgen. Es darf dir aber klar sein, dass Udo nicht der Jürgen ist, sondern der, der jetzt den Udo sprechen hört. Der behauptet zu sein. Ich höre den Udo jetzt sprechen. Aber das ist nicht die Ohren vom Udo und das Gehirn vom Udo, das den Udo sprechen hört, wenn sich den Udo ausdenkt. Das ist eine andere Ebene. Das ist den aus, wie ich zeige dir kein Guru und keiner, den du dir ausdenkst. Da wirst du merken, wenn du mal wirklich verstanden hast, um was es geht. Ganz, ganz wenige beschreiben das. So jetzt einmal der Karl Renz, der ist jetzt auch nur ein Gedanke. Wenn du den anhörst, dann soll der Karl hat zumindest das Wesentliche verstanden. Ohne Frage. Das strahlt ja mit jeder Phase, mit jedem Satz, wo er sieht, strahlt er das aus. Auch wenn er Späßli macht. Aber der weiß, was er ist. Ich erkläre dir, was du bist. Den Punkt hat er erreicht, aber er weiß nicht, wie er funktioniert. Das geht nochmal eins drüber hinaus. Ich sage dir, erkläre jetzt erst einmal, was du bist. Da musst du erst einmal den Punkt erreichen. Und der hat nichts zu tun mit Wissen. Da kann ich nicht oft genug. Bewusstsein ist nichts, was man haben kann. Es ist nichts, das durch ein Gehirn entsteht. Bewusstsein ist das, was alles wahrnimmt und was alles letztendlich die Form von dem Zeug annimmt. Bewusstsein ist Energie. Die schöne physikalische Formel. Ein träumender Geist wird ständig in eine andere Form Information umgewandelt, ohne dass er sich selber verändert. Der eigentliche Lesergeist, der einen Roman, einen Lebensroman liest, der ist am Ende des Buches immer noch dasselbe wie am Anfang. Übrigens ist der Anfang jetzt und das Ende ist auch jetzt, weil die ganzen Seiten jetzt sind. Er hat sich dabei nicht verändert. Er kennt bloß ein Buch aus dem Bücherregal, das in ihm drin ist, mehr. Und in jedem Leben hast du was zu lernen. Da gibt es keine bessere und keine schlechtere. Da wirst du auch noch in den Ausgleich mitkriegen, dass die, die du jetzt dir ausdenkst, das sind eh bloß Gedanken. Da wird es jetzt sehr vage, wenn ich sage, die jetzt ganz oben sind, was du auch immer als oben definierst. Die werden im nächsten Leben wieder, Bezi, himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt sein, weil die, jeder, der ganz oben ist, es immer auf Kosten von anderen macht. Auch wenn ihnen das nicht bewusst ist. Das verlogene Gutmenschentum, das ist, da wirst du irgendwann mal eine andere Vorstellung von Moral kriegen. Immer an die Jesus-Sprüche denken, das, was du nicht willst, dass man dir tut, das du auch keinen anderen. Im Positiven wie im Negativen. Also halte dich den Ball flach, wie man das so schön nennt. Das leichte Schwingen. Diese ganzen Argumentationen, diesen Großkotz, der dargestellt wird, und wer unterstützt es? Doch die, die die Leute bewundern. Ist doch die ganz unten bewundern, doch die Masse jetzt. Was ist Masse? Geistlose Zombies, lass die Toten ihre Toten begraben, klingt jetzt wieder so herzlos. Ist das, was du irgendwann einmal neigen, wenn du das Gefühl hast, dass das genau dein Problem ist. Das hat mit Herzlosigkeit überhaupt nichts zu tun. Es sind fremdgesteuerte, einfach massenträge Masse, Fähnchen im Wind, die jeden wehenden Modetrend nachhecheln, die an ihrem Internet hängen, sich wichtig nehmen, das bewundern, die Influencer. Das ist derzeit ein Stand, wieder wirklich ein Umkippstamm, ob das jetzt die Geldgeilheit ist, der Banker ist, egal was es ist, es giert alles nach Geld, bis hin zu den Kirchen. Wissen es nur gut zu verbergen. Den Ärzten, alles, ist alles Heuchelei. Ich kritisiere übrigens nicht, ich beschreibe, wenn du sehen kannst, dann siehst du das. Und da kannst du dir tausendmal einreden, du machst es ja, weil du ihnen helfen willst. Das ist wie wenn du spendest, dein Altruismus. Schau in dich rein, warum du es machst. Mit Sicherheit nicht, weil du ihnen helfen willst, sondern du wirst mit einer Information konfrontiert, wo du dich scheiße fühlst und du fühlst dich besser, wenn du was gibst.
Das ist der Grund. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. So, jetzt machst du ein Päuschen. Ja, das ist ja den Kuhstall. Vorlehrer immer gesagt beim Motorradfahren, also bevor du dich aufs Motorrad setzt, ja, musst du immer dran denken, ja, die wollen dich alle umgehen. Okay? So ungefähr. Also den haben wir auf jeden Fall schon auf der Liste irgendwo. Das wird sein. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, ich reiche. Ab halb sieben machen die großen Sohn.